Das Autohaus Graser im oberpfälzischen Pressart vertreibt Opel, BMW und Mini. Alexander Graser berichtet uns von seinen Erfahrungen mit dem Agema Blitzlader. Es ist bereits der vierte Blitzlader in Folge. Diesmal ist es ein Opel Movano. Und für welchen Zweck nutzen Sie den Blitzlader? Also hauptsächlich transportieren wir neu und Gebrauchtfahrzeuge, sage jetzt mal von diesem Standort zum Standort in Grafenwöhr. Wenn wir Fahrzeuge zukaufen, dann sind wir mit dem Auto unterwegs, ab und zu zum Lackierer und ganz selten kaputte Fahrzeuge vom Kunden einholen. Wie läuft denn so ein Aufladevorgang ab? Können Sie das kurz beschreiben? Ja, kurz und bündig. Also das Auto wird in die Position gebracht vor dem Fahrzeug. Dann wird die Feststellbremse betätigt. Das Fahrzeug wird dann in der Mitte eingekippt. Die Rampen fahren hinten aus und dann kann man eigentlich wieder aufladen. Wie bewerten Sie den Kippmechanismus des Blitzladers? Der Kippmechanismus ist perfekt, weil es sehr schnell funktioniert. Also per Knopfdruck, inzwischen ja mit Fernbedienung. Ich habe die Zeit nicht im Kopf, aber ich denke jetzt mal, irgendwo in einer halben Minute ist das Ding gekippt und die Auffahrrampen sind ausgefahren. Welches Zubehör setzen Sie ein? Die Seilwinde, die setzen wir ein bei diesen, so jetzt mal bei Pannenfahrzeugen, wenn so kaputtes Getriebe oder ähnliches ist. Wir haben so eine Elektroseilwinde dran, ich weiß gar nicht, ob es andere gibt. Elektroseilwinde mit dem, was ist das, ein Kunststoffseil. Das Ding ist echt gut, weil es sich schön aufwickelt und vor allen Dingen reißt man sich die Finger nicht auf, wenn man hinlangt. Verzurgurte, die sind sehr gut mit diesen Schlaufen durch die Felgen durch. Das gefällt mir ganz gut. Ist auch schön durch die Löcher, die überall angebracht sind, ist auch schön zum Festhängen. Wie bewerten Sie das Fahrverhalten von dem Auto? Sehr handlich, PKW-ähnlich. Also aus eigener Erfahrung, wie gesagt, bin ich jetzt oft unterwegs, wir haben meist einen Fahrer oder Mitarbeiter sind unterwegs. Das Auto fährt sich wirklich ähnlich einem ganz normalen Movano oder wenn wir so den. Viele kennen VW-Bus so etwas höher sitzen, Straßenlage ist sehr gut. Es gibt auch durch dieses niedrige Fahrzeug, hat man nicht so das Gefühl, dass das Ding so wankt, sondern er läuft halt einfach schön dahin. Und wie schätzen Sie den Spritverbrauch ein? Den kann ich Ihnen ziemlich genau sagen, weil ich letzten Samstag damit unterwegs war, habe dann mal den Durchschnittsverbrauch durchgetippt. 9,2 Liter stand der Durchschnittsverbrauch am Bordcomputer. Haben Sie dann auch schon Blitzlader veräußert, also wieder verkauft? Ja, zwei. Waren Sie mit dem Wiederverkaufswert zufrieden? Sehr gut, würde ich sagen. Also waren sehr schnell zu verkaufen. Wir fahren sie jetzt nicht so lange. Also wir nutzen die Dinger nicht bis, keine Ahnung, 10 Jahre bis 300.000 Kilometer. Meistens so 4 Jahre Haltedauer. Da haben wir so, ja, wie gesagt, so 100, 120.000 Kilometer drauf. Wir haben die Dinger selbst veräußert und ins Netz gestellt und innerhalb von 2-3 Wochen jedes Mal verkauft gehabt, zu guten Werten. Fahren Sie gern mit dem Blitzlader? Ja, der ist zügig, der ist spritzig, macht Spaß.